Mein lieber Fipsi, halte noch ein bisschen aus. Wir müssen nur noch den Barbierturm erobern und dann haben wir es geschafft. Du kannst nach Hause gehen. Und dir zuvor sogar noch einen neuen Haarschnitt holen. Also legen wir los. Ha, schnipp und schnapp. Ups, so viel geschnitten. Hallo und willkommen im Barbierturm. Mein Stamm ist nicht sehr gut im Schere, Stein, Papier. Aber wir waren immer stolz auf unseren tollen Turm. Leider haben wir ihn etwas vernachlässigt, wie man sieht. Wie wir Barbiere sagen, der Turm wirkt arg unfrisiert. Schande über unser Haupthaar. Helft ihr uns, dem Turm einen neuen Look zu verpassen? Mit eurem Rhythmusgefühl könnt ihr das schaffen. Dann helfe ich dem Kleinen hier auch gerne wieder heimzukommen. Oh, was für ein innovativer Vorschlag. Naja, ob das wirklich innovativ ist, ist ein Vorschlag. Ja, aber innovativ würde ich ja nicht sagen. Diese Geister können einem auf den Geist gehen. Zahl es ihnen mit gezielten Bogenschüssen heim. Ein weiteres Mal schlägt die Geisterstunde und die Ghostbusters sind nirgendwo zu sehen, also müssen wir ran an den Job. Und sie in dieser Originalversion aus dem Game Boy Advance vertreiben. Pam, habt ihr gesehen, wie ich den mit dem Stern gesnipert habe? Das war doch mal gekonnt, oder nicht? Also bitte, das hättet ihr besser nicht hinbekommen. Also hättet ihr nicht besser hinbekommen. Oder vielleicht doch, wer weiß. Die Grundlagen hast du drauf und sogar die Leisen triffst du. Leider keine 90, aber naja. Wenn wir mal den Beatstern bekommen, das ist die Hauptsache. Und fehlerfrei im Wort gespielt. Wir müssen diese Kerle irgendwo unterbringen. Ja, nur wo ist die Frage? Wo bringt man Geister am besten unter? Turbo-Tischtennis 2. Noch besser als Tischtennis ist Tischtennis. Auf einer riesigen Torte. Ah, das weiß doch wirklich jeder. Ja, natürlich weiß man das. Also wenn das nicht Allgemeinbildung ist, dann weiß ich auch nicht was. Jetzt wird's schneller und besser und intensiver und klingt irgendwie falsch. Aber egal, Turbo-Tischtennis geht in die nächste Runde. Heute üben wir das Spiel im hohen Tempo. Wenn du einen Tok-Tik-Tok hörst, mach dich bereit. Grandios! Na, bereit für ein echtes Match? Wenn ich dann noch was von der Torte haben darf, klar. Was für eine wunderbar animierte Torte.
Das lief ja wirklich grandios. Ich wette, in der Originalversion auf dem DS hätte ich jeden dritten Schlag verpennt. Aber da wir hier nur mit dem Button arbeiten müssen, ist es wesentlich angenehmer. Sogar 92 Punkte sind drin. Nicht schlecht für den Anfang. Nichts geht über Tischtennis. Doch, eine riesige Torte. Die geht über Tischtennis. Und leider bekommen wir nichts davon. Schade. Oh nein, Robben drehen. Ich liebe ja diese Spiele, wo man immer A drücken muss, habe ich ja schon gesagt. Wir sind immer noch süß, aber wir sind auch extrem. Hören wir das Rollkommando. Rollen wir. Yay, Robben drehen 2. Auf geht's. Der creepy alte Mann ist natürlich auch wieder da und er hat uns was zu sagen. Oder wer auch immer da jetzt spricht. Ich glaube, der alte Mann spricht aus der Ferne mit uns. Zugehört, Robben. Diesmal probieren wir ein schnelleres Muster aus. 1, 2, 3, 4. Okay, es war jetzt Absicht. Na gut, so schwer war es nicht. Ich habe mich nur absichtlich ein bisschen dumm angestellt, weil ich fand, das sah so lustig aus. Sehr gut, sehr gut. Also, alles hört auf mein Rollkommando. Auf Japanisch. Sind sie nicht süß? Haben sie das nicht ganz wunderbar gemacht? Wenn sie dafür nicht einen Applaus verdient haben, also, dann fällt mir auch nichts ein. Wir sind richtig toll gerollt und schnell rollen können wir auch gut. Macht zusammen 93 Punkte. Und 8 Münzen. Coins, Coins, Coins. Wir brauchen Coins. Wir sind die Besten. Jetzt macht der creepy alte Mann auch noch mit. Du bist nicht süß. Geh weg. Katzenklotze ist wieder da. Die zweite. Es ist Winter und wir Katzen frieren doch so leicht. Könntest du uns doch mal beim Holzhacken helfen? Natürlich, der maskuline Bär ist wieder mit dabei, um zu helfen. Legen wir los. Diesmal gibt es ein paar weitere Tricks, die wir lernen müssen. Du bist sicher stark genug, um uns nochmal zu helfen. Diesen großen Holzscheiter sollst du auf keinen Fall unterschätzen. Bei denen musst du 4-mal hacken, um sie klein zu kriegen. Miau. Ich finde das so herrlich übertrieben. Ich bin beeindruckt. Immer weiter hacken.
Okay, was sollte das jetzt mit dem Kühlschrank? Wisst ihr, was so ein Kühlschrank kostet? Die sind nicht günstig. Hacken kannst du wirklich spitze und krass, wie du die großen Klötze klein kriegst. 93 Punkte macht das. Wie das brennt! Es brennt, meine Liebe. Feuer, mal wieder. So, Leute, der letzte Remix steht auf dem Plan. Der Barbier-Remix. Ein wilder Mix aus den vorherigen Spielen. Mach dir die Haare schön und groove mit dem Beat. Oh Mann, es ist bald Zeit, Abschied zu nehmen von Pipsi. Bald wird dann die Himmelswelt zurückkehren und wir werden uns vielleicht nie wiedersehen. Na, ich denke mal schon, dass wir uns wiedersehen werden, aber dann ist halt das Spiel vorbei und das ist schade. Aber wie man so schön sagt, auch die schönen Dinge im Leben müssen mal zu Ende gehen. Oh, habt ihr die Robben mit dem Schnurrbart gesehen? Ist das nicht das Niedlichste, was ihr heute gesehen habt? Jetzt mal ehrlich. Gut, rund Langbärchen. Und du hast den Beat gut gehalten. Er gibt 93 Punkte. Heißt, wir haben das Spiel jetzt durch. Machen wir uns also auf die letzte Cutscene gefasst. Sieht klasse aus. Naja, ich weiß ja nicht. Stylisch ist was anderes. Speicherverbauung, Ladebildschirm und wir haben es geschafft. Der Barbierturm sieht wieder richtig stylisch aus. Er sieht sogar irre stylisch aus. Jetzt bin ich dran. Ich wecke für euch die geheime Kraft des Turms. Ihr habt es geschafft. Ich spüre die Kraft von jedem einzelnen der Türme. Alle 6 Kräfte fließen direkt in den Saftgrünturm. Gemeinsam bilden sie den Regenbogen der Kräfte. Diesmal wirst du es in die Himmelswelt schaffen, Pipsi. Es geht nach Hause, zurück zu Freunden und Familie. Danke, vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Ich muss dann jetzt auch mal los. Die alte Prophezeiung erfüllt sich jetzt endlich. Davon muss ich unbedingt meinem Großvater erzählen. Pass gut auf dich auf. Nun ist er verschwunden. Nur noch wir zwei sind hier. Wie soll ich dir nur danken? Ohne dich hätte ich diese Reise nicht machen können. Nur mit deiner Hilfe bin ich bis hierher gekommen. Dabei gab es Momente, in denen ich aufgeben wollte. Besonders, als ich mit dem Kopf so hart aufgeschlagen bin. Du erinnerst dich sicher noch? Wir haben so viel miteinander erlebt. So viele harte Zeiten. Und auch total tolle Zeiten. Und immer warst du bei mir. Das werde ich dir nie vergessen. Jetzt geht es für mich in die Himmelswelt zurück. Eine Sache bin ich mir aber absolut sicher. Wir beide, du und ich, wir werden für immer Freunde bleiben. Immer weiter, Feuerleiter! Kräfte gebündelt!
Und diesmal ist es wirklich das wahrhaftige Ende. Die Türme geben ihre Energie frei. Und der Regenbogen in die Himmelswelt entsteht. Und wir haben das Spiel jetzt wirklich durch. Das sind die wirklichen Credits. Fipsi ist im 8-Bit-Stil auf dem Weg nach Hause. Ich winke ihm gerade ein bisschen zu. Warum auch immer. Ich lasse euch mal den Song genießen. Und Fipsi ist wieder zu Hause. Wir können unseren 3DS jetzt zur Seite legen. Ein bisschen entspannen. Und ja. Ich höre Vögel zwitschern. Ha. Endlich kann Fipsi heimkehren. So eine Freude. Danke, dass du ihm geholfen hast. Es ist großartig zu sehen, wie du das Konzept des Rhythmus verstanden hast. Ich hoffe, diese Kenntnis wird dir auch im täglichen Leben oft nützlich sein. Also, wir sehen uns sicher mal wie... Halt! Was ist denn das? Schau, das da! Ein Brief! Wo kommt der denn her? Sieht aus wie ein Brief von Fipsi. Das ist aber nett von ihm. Bestimmt schreibt er, wie es ihm in der Himmelswelt ergeht. Stell dir nur vor, ich bin wohlbehalten in der Himmelswelt angekommen. Das habe ich allein dir und deiner Hilfe zu verdanken. Es gibt allerdings ein Problem. Es stimmt etwas nicht mit der Himmelswelt, das spüre ich. Alles ist anders als früher. Es ist grau und düster und alle machen einen so bedrückten Eindruck. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Kannst du in die Himmelswelt kommen und mir helfen, die Dinge in Ordnung zu bringen? Mach dir keine Sorgen, wie du hierher kommen sollst. Ich habe mich um alles gekümmert. Bring diesen Brief mit, dann kannst du direkt auf dem Regenbogen bis nach hier oben kommen. Ich erwarte dich. Immer weiter am Ende der Feuerleiter. Herzlichst, Fipsi. So etwas in der Art hatte ich schon erwartet. Man weiß ja nie, wie sich die Dinge entwickeln. Was diese Entwicklung bedeutet, ist allerdings klar. Die Story geht wohl doch noch eine Weile weiter. Vermutlich ist dies jetzt aber das letzte Kapitel. Schätze, ich mache mir noch eine Kanne Kaffee. Dir viel Spaß beim Rest der Story. Ja, liebe Leute, wie ihr seht, Riven Paradise Megamix ist noch nicht vorbei. Wir können jetzt auch mit Fipsi zusammen in die Himmelswelt gehen. Und dort wartet natürlich noch mehr Rhythmusspaß auf uns. Hi, ist ja so, als hätten wir uns gerade mal so vor 5 Minuten gesehen. Da bist du ja, schön dich zu sehen. Ach ja, und willkommen in der Himmelswelt erstmal. Mein Haus ist ganz in der Nähe. Ich weiß echt nicht, was genau hier passiert ist. Es hat mir wirklich Sorgen bereitet, aber... Ich hoffe mal, wir finden eine Erklärung für die Lage hier.
Hier beginnt vor uns eine neue Reise. Und du weißt ja, wie das Motto lautet. Immer weiter, Feuerleiter. Ja komm, wir haben es jetzt oft genug gehört. Aber die Musik, die ist so schön. Oh, Pipsi, ist das ein Bekannter von dir? Topsy heißt er. Wieso, warum und wie? Hey Topsy, stimmt das nicht? Was? Ach, du bist es, Pipsi. Ich hab dich gar nicht gesehen. Im Grunde sehe ich nämlich überhaupt nicht mehr so viel. Du meinst, weil der Himmel so grau und dunkel ist? Ganz genau. Als der Himmel so dunkel wurde, passierte noch etwas. Meine Brille wurde milchig. Und seitdem... Und ist seitdem nicht wieder klar geworden. Ich kann kaum noch Bücher lesen. Und dabei lese ich doch so gern. Nicht mal mehr Briefe schreiben kann ich. Naja, wir haben WhatsApp. Kannst eine Nachricht per Voicemail schreiben. Wenn das eine Lösung ist. Mir war nie klar, was für Probleme Brillenträger haben. In meinem Wörterbuch gibt es das Wort Problem nicht. Da kommt nach Probiont direkt der Prodekan. Na gut, zurück zum eigentlichen Thema. Denken wir einmal zurück, dann fällt uns etwas auf. Der Himmel in der Himmelswelt war noch nie so wie jetzt. Statt strahlendem Blau sehen wir jetzt nur trübes Grau. Da stellt sich mir die Frage, warum ist das so? Wieso ist der Himmel grau? Warum ist er so trübe? Wem nützt diese unheilvolle Aura, die uns überschattet? Soweit die Fragen. Und wie lautet die Antwort? Ich habe hierzu eine Theorie aufgestellt. Ich denke, es hat etwas mit meiner Mama zu tun. Deiner Mama. Mit deiner Mama, Pipsi. Was sollte das mit Pipsis Mama zu tun haben? Was? Mit meiner Mama? Es ist zwar nur eine Theorie, aber es gibt starke Indizien. Ich habe analysiert, wo das Graue zuerst erschienen ist. Dann habe ich den Ausbreitungszeitraum berechnet. So konnte ich ableiten, dass dein Haus die Quelle ist. Wenn also nicht sonst noch jemand dort wohnt, liegt die Vermutung sehr nah. Es besteht vermutlich eine Beziehung zwischen diesem Grau und deiner Mama. Das ist zumindest meine Theorie. Aber es heißt, aus deinem Haus seien Stimmen gekommen. Genau an dem Tag, bevor der Himmel grau wurde. Ja? Natürlich gibt es noch viele Faktoren zu berücksichtigen. Deshalb werde ich meine Analyse bald fortsetzen. Ich fange an, sobald meine Brille mir wieder klare Sicht erlaubt. Verstehe. Wir könnten sie ja einfach abwischen, oder? Moment! Dieses Problem lässt sich mit ein wenig Taktgefühl doch sicher lösen, oder? Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Könnte aber funktionieren. War halt gut geraten. Also gut, wir kümmern uns darum. Yeah, als nächstes kommt Ninja Garde. Dein Lehrmeister wird angegriffen. Wehre die Pfeile mit dem Schwert ab. Ein Schild hast du ja nicht. Konnten wir uns nicht leisten, war zu teuer. Schwert hat schon zu viel gekostet. Yeah, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich freue mich schon auf die neuen Minispiele, die jetzt noch anstehen. Da kommt noch einiges auf uns zu, Leute. Also denkt nicht, das Spiel wäre schon vorbei. Wir haben noch ein paar Parts vor uns und ich hoffe, ihr werdet weiterhin mit dabei sein. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich freue mich darauf, euch wiederzusehen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!